Okay. Voilà. Mikroplastik will ich jetzt hier erstmal fachgerecht entsorgen. Es scheint schon leicht prickelnd zu sein. Also die ist wirklich voll reif. 3 bis 4 Kilo. Ja. Genau. So, hier werden die Krevetten zubereitet in der Küche. Das ist die Küche von Emilia. Die Tomaten, einen halben Maggi-Würfel, Knoblauch. Die Paprikas hier sind etwas kleiner, die werden grün zubereitet. Da hat sie also zwei solche kleinen Stücke genommen und hat die klein geschnitten. Dann Porree. Dann kommt Pfeffer dazu, der wird noch vermahlen, und Zwiebeln. Die Scheren sind entfernt, und die Füße. Die Krevetten werden hier in Farmen gezüchtet. Ah, jetzt wird noch gesalzen. Ein halber Maggi-Würfel. Green Pepper. Ja, das ist mal eine Menge Pfeffer. Jetzt kommt hier das Öl rein. Das ist raffiniertes Palmöl. Im Prinzip, ja, schmeckt da gar nichts mehr nach Palmöl. Man könnte auch im Aldi Rapsöl oder ein Sonnenblumenöl nehmen. Was ist das? In Kredit. Aha, okay. Also mir wird gerade gesagt, dass so wie die Krevetten hier zubereitet werden, werden sie in Kribi am Hafen nicht zubereitet. Das ist jetzt also hier die Spezialität von Emilien. Ja, Petit Piment. Das war jetzt die... Ja, das ist Pepe, genau, der Charakter. Wenn Pepe also in der Pfanne angebraten wird, hat das ein wirklich starkes und intensives Aroma. Ja, Pepe, Timo. Okay. Mm-hmm.